Und zusammen in diesem Video erkläre ich dir alles, was du über die Corporate Sustainability Reporting Directive, also kurz CSRD, wissen musst, damit du diese ganz einfach verstehst. Doch bevor wir zu CSRD im Detail kommen, musst du die Vorgeschichte verstanden haben, also hör genau zu. Damals hatte man den sogenannten Green Deal aufgebracht. Geiles Video dazu in der Videobeschreibung. Das Ziel von diesem Green Deal war, man wollte die EU klimaneutral bis 2050 hinbekommen. Das ist das Ziel. Und deshalb gab es dann 2014, wurde dann die Non-Financial Reporting Directive, also die NFRD, eingeführt. Und das ist eine sogenannte Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Unternehmen mussten nun Infos über deren Nachhaltigkeit ausspucken. Aber dazu NFRD, auch geiles Video unten in der Videobeschreibung. Und nun, in 2023, kam dann die Corporate Sustainability Reporting Directive, also das, um was sich das Video dreht, die CSRD eingeführt. Und die hat als Ziel, eine erhebliche Ausweitung dieser NFRD herbeizubringen. Also der Umfang soll größer werden und auch die Art an sich. Manche sagen auch, dass die CSRD die NFRD ablöst. Manche aber wiederum auch einfach ergänzt. Ist egal. Und wichtig ist, dass die CSRD ein wichtiger Bestandteil des EU Sustainable Finance Framework ist. Auch geiles Video unten. Und jetzt kommen wir doch endlich zur Corporate Sustainable Reporting Directive, CSRD, zu Deutsch die EU-Richtlinie zur Unternehmensnachhaltigkeitsberichterstattung. Diese CSRD kannst du wie eine Art Richtlinie, eine Regel verstehen, welche Unternehmen verpflichtet, regelmäßig Berichte über die sozialen und ökologischen Risiken, denen sie im Endeffekt ausgesetzt sind als Unternehmen, und darüber, wie sich ihre Aktivitäten auf Mensch und Umwelt auswirken, zu veröffentlichen. Was meine ich jetzt damit? Naja, die CSRD ist wie so eine Regel. Und die Unternehmen müssen jetzt einfach Informationen jährlich, im Geschäftsbericht zum Beispiel, ausspucken, jetzt grundlegend alles zu den ESG-Themen. Environmental, Social und Governance. Aber dazu kommen wir gleich. Vereinfacht gesagt, in der CSRD ist geregelt, über was berichtet werden muss, wer das alles machen muss und auch wann das alles gemacht werden muss. Dann kommen wir zuallererst zu dem Was. Und dabei ist wichtig zu wissen, einer der wichtigsten Bestimmungen der CSRD, die wir gerade vor uns haben, ist die Einhaltung der European Sustainability Reporting Standards, auch der ESRS. Die sind im Einklang miteinander. Und da ist im Endeffekt gesagt worden, dass Nachhaltigkeitsinformationen künftig in dem Lagebericht der Unternehmen anhand einheitlicher EU-Berichtsstandards offengelegt werden müssen. Und das sind diese 12. Anhand dessen muss man das machen und das findest du dann alles in der ESRS. Aber dazu auch ein einzelnes Video in der Videobeschreibung. Aber damit du grundsätzlich weißt, das sind so die Informationen, die durch die CSRD festgelegt wurden, damit man die im Bericht drin hat sozusagen. Und dafür gibt es auch gewisse Neuerungen zur NFRD. Also zum Beispiel hat man erweiterte, vereinheitlichte Berichtspflicht. Es muss nun umfassender und nach einheitlichen Maßstäben berichtet werden. Also zum Beispiel durch gewisse Kennzahlen. Und durch diese erhöhte Quantifizierung dieser Kennziffern soll die Messbarkeit und die Vergleichbarkeit der Angaben gestärkt werden, wenn du Unternehmen zum Beispiel miteinander vergleichst, wenn du Berichte daneben legst. Dann soll ein neues Verständnis von Wesentlichkeit eingeführt werden. Also die CSRD verankert nun die doppelte Wesentlichkeit. Also Unternehmen sind nun verpflichtet, sowohl über die Auswirkungen des eigenen Geschäftsbetriebes auf Menschen und Umwelt, also was die für eine Auswirkung auf uns haben, als auch über die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten auf das eigene Unternehmen zu berichten. Also wenn alles nachhaltiger wird, was für eine Auswirkung hat das auf das Unternehmen? Darauf müssen die jetzt eingehen. Und zudem findet nun eine externe Prüfung statt. Also diese Nachhaltigkeitsberichte müssen künftig, ebenso wie die Finanzberichterstattung, extern geprüft werden, durch zum Beispiel den Wirtschaftsprüfer. Und dies soll schrittweise erweitert werden. Erst eine Prüfung mit begrenzter Sicherheit und dann nachfolgend mit hinreichender Sicherheit. Und hierfür legt die EU-Kommission aber noch gewisse Standards fest. Dann soll das Ganze Teil des Lageberichts werden, was ich schon vorhin gesagt habe. Also die Nachhaltigkeitsinformationen sollen künftig verpflichtender Teil des Lageberichts sein, damit die da rein müssen. Die kann man nicht einfach weglassen oder wie vorher woanders drin haben. Und zu guter Letzt soll ein einheitliches elektronisches Berichtsformat eingeführt werden. Also die Europäische Kommission plant deshalb die Veröffentlichung einer eigenen XBRL-Taxonomie. Also was heißt das jetzt? Naja, bestimmte kapitalmarktorientierte Unternehmen waren bisher verpflichtet, ihre Rechnungslegungsunterlagen in einem gewissen Format, dem ESEF, offenzulegen.
Und das kann eben für Mensch und Maschine gleichermaßen gut gelesen werden. Und genauso sollte es eben auch für die Nachhaltigkeitsberichterstattung durchgeführt werden. Das sind so die Neuerungen der CSRD von der vorherigen NFRD. Und nun fragst du dich natürlich, okay, und wer ist jetzt betroffen und wann? Da habe ich dir das sauber hier vorgemacht, aber da habe ich ein einzelnes Video, wo ich diesen Zeitstrahl dir im Detail erkläre, verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Aber im Grunde genommen sollst du gemerkt haben, dass diese CSRD eine Richtlinie ist. Und diese soll sicherstellen, dass Unternehmen bestimmte Informationen über ihre Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfragen, also Nachhaltigkeitsthemen, offenlegen, um uns Investoren, den Stakeholdern, also zum Beispiel den Lieferanten und der Öffentlichkeit ein besseres Verständnis über dessen Nachhaltigkeitsaspekte zu ermöglichen. Und darum zielt die CSRD eigentlich darauf ab, Standards für die Vergleichbarkeit von Informationen festzulegen, damit wir eben alle Unternehmen schön miteinander vergleichen können, wenn es im Rahmen um die Nachhaltigkeit geht, und eine höhere Zuverlässigkeit der gesammelten Daten zu gewährleisten, damit eben jeder die gleichen Daten mit dem gleichen System ermittelt, und dann kann ich natürlich auch darauf vertrauen.